Das Spiel geht ja so, dass wir werden 10 Fragen gestellt. Wenn mir die gleiche Name schreibt, haben wir gewonnen, kriegt ihr einen Punkt. Und wenn mir 2 unterschiedliche Namen schreibt, haben wir verloren und muss ja eine Strafe ausführen. Korrekt. Wir haben ja immer Spaß in der Kabine. Eine rauszunehmen, der witziger ist als der andere, ist schwer. Gute Stimmung immer. Von daher ist es, ich würde sagen, schwer, irgendjemanden rauszunehmen. So viele Sachen, das erledigen muss. Ganzkörper eincremen zum Beispiel. That's just to be healthy, because he's always after me. When I leave, he's still there. Also in jeder Situation bist du der Letzte. Du bist der Letzte, der rauskommt von der Kabine, wenn wir einlaufen muss. Du bist der Letzte beim Halbzeit, der rauskommt. Du bist der Letzte nach dem Spiel, der fertig bist. Ja, yeah. But Walter always comes after. That's why I said Walter. It's like a 1 minute of dead hang. I'll go hang myself. Kretsche. Weil ich feiere ein Familienauto. His car is really expensive, that's why I took his. It's really expensive. Jonglieren mit Handball auf dem Fuß 5-mal. Das sind ja keiner, der motiviert. Hm? Ist nur meckern die ganze Zeit. Meckert die ganze Zeit. Soll ich mal lieber die Bank hinter der Bank nehmen, wo unser Präsident sitzt, und Bob sitzt und Kretsche sitzt? Let's talk about. Weil da wird ja die ganze Zeit geschrien von da hinten. Eigentlich ist der lauter als bei unserer Bank, aber wenn ich aufs Spiel fällt, ist Fabi einer der lautesten. Niete. I don't know if it's right. Reinier. Ah, Rainer. Der Offizielle ist natürlich der ganze Verein. Und da wird ja von Spielern selten was gepostet, aber von unserem Mannschaftsbetreuer Rainer wird ja öfters mal Programme und alles Mögliche gepostet. Das geht ja um Punkte, oder? Hans is always the guy who brings everybody together, and when we are doing something, making sure that like
the vibe is there and everybody is like having fun. He's also good to like keep the party going. And for sure also the last man standing. Punkt. Freddy hat ja so einen Donnerstag-Club, wenn es klappt, wo er Petanque spielt. Mit so alten Männern von seiner Umgebung, seinen Nachbarn und so. Weil Freddy ist ja auch einer, der fährt gern Bus so in Berlin rum. Weil er ist Riesenfan von verschiedenen großen Bussen und so. Kennt die alle Modelle und so. Bisschen komisch. Aber I took Dejan. Dejan likes to go fishing with himself when we have free time. So he likes to spend like 6 hours in the lakes. He's not catching anything, but he'll get better. And he have all the equipment. He have all the equipment, the radars, everything, but he never catches anything. So that's why normally it's a normal thing, but it's a little uncommon for Dejan because he never catches nothing. 30 Sekunden sitzen. You get all the good ones. Ah, yeah. That's funny. That's strange. Ah, es steht Hula Hoop. Oder sitzen. Hula Hoop. Sitzen. Hula Hoop bringen. Ah. Alles. Alles. Everything. 400. Mit ein oder zwei Hände? Mit zwei? Oh, I think 600 maybe. Also fünfmal, oder? Oder nur vier? Oder einmal? 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 So. Ah. 900. It's close. Das ist, Problem hier ist ja, hier kommt ja zwei unterschiedliche Altersklassen. So gesagt. Ich sehe das. Of course. Siehst du? Lasse ist ein bisschen jünger ausgekleidet und ein bisschen mehr fresh. Naiv. Fresh. Johann ist ein bisschen mehr klassischer. So I say two different generations. Genau. Maybe three. Perfekt. Ich habe Glück gehabt. And of course, all of you should subscribe and watch the videos. Sorry.